Was sind Kriterien für einen hochwertigen Zahnpflege-Kaugummi mit Xylit? Ich teile heute mit dir die drei Kriterien, die für uns bei Xylosan relevant sind, wenn es darum geht, dass wir einen Zahnpflege-Kaugummi ins Sortiment aufnehmen. Dazu gehören drei Kriterien. Das erste ist, der Kaugummi muss die richtige Dosis von Xylit enthalten. Das zweite ist die Natürlichkeit der Inhaltsstoffe. Und das dritte ist die Abwesenheit von Inhaltsstoffen, die die Wirkung von Xylit potenziell hemmen könnten. Ich werde das kurz erläutern. Das erste, die optimale Dosis von Xylit, ist, dass es mindestens 1 Gramm Xylit pro Kaugummi-Dosis muss haben. Das ist nämlich die Dosis, die man in der Forschung festgestellt hat, die es braucht, um den optimalen prophylaktischen Effekt für die Zähne überhaupt zu erzielen. Das heisst, alles, was darunter ist, und das ist bei sehr vielen Xylit-Kaugummis der Fall, braucht einfach mehr Kaugummis pro Dosis, die man einnimmt. Und dadurch verändert sich natürlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das ist bei uns auch dementsprechend gut, weil man eben bereits mit einem Kaugummi hat man die Dosis, die man braucht, für den kariesprophylaktischen Effekt zu erzielen. Du siehst, gerade so Kriterien sind wichtig zum Wissen, wenn es darum geht, Xylit in der Kariesprophylaxe anzuwenden. Darum stellen wir auch viel kostenlose Informationen zur Verfügung stellen. Wenn du mehr darüber wissen über die Zahnpflege mit Xylit, dann empfehle ich dir unten im Text da nachzuschauen. Da hat es Links, wie du mehr kostenlose Informationen zum Thema kannst abladen. Dann der zweite Punkt ist, dass es eben natürliche Inhaltsstoffe hat und das bedeutet auch die Abwesenheit von synthetischen Inhaltsstoffen. Das heisst, in unseren Kaugummis hat es keine wie Aspartam, Acesulfam K, BHT und BHA. Das ist alles nicht enthalten in unseren Kaugummis. Dafür hat es natürliche Aromen, das Xylit als Süßungsmittel, als natürliches Süßungsmittel und auch Naturkautschuk als Kaumasse. Weil die meisten Kaugummi, das weisst du vielleicht nicht, haben Kaumasse, die erdölbasiert ist. Dann haben wir den dritten Punkt und das ist eben wirklich die Abwesenheit von potenziell xylithemmenden Wirkstoffen. Dazu gehören Inhaltsstoffe wie Sorbitol, wo sehr oft auch als billiger Zuckerersatzstoff eingesetzt wird, oder auch Glycerin, wo oft als Feuchthaltemittel Verwendung findet. Du siehst, wir haben uns sehr viel überlegt, um wirklich einen hervorragenden, guten Xylit-Zahnpflege-Kaugummi dir anzubieten. Und wenn du mehr wissen willst, wie gesagt, Informationen findest du unten im Text.